Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners hier beim Whiskey Heart 2018 gemeinsam mit dem Andy von Whiskey und Vinyl. Wir kennen uns, wir haben schon einen Livestream gemacht und vorhin habe ich dich nicht so erkannt, aber jetzt erkenne ich dich im Live und wir haben natürlich unser Pinguin jetzt hier. Erzähl mal, was ist das Besondere bei Whiskey Hearts für dich? Ich glaube, das Besondere ist definitiv die Location. Also ich glaube, da kannst du recht geben. Du kommst, das ist halt so ein Schloss-Kloster-Gelände, was fantastisch schön ist. Es ist jetzt nicht die größte Messe, definitiv nicht, aber es bietet halt die Location einfach auch nicht. Aber sobald das Wetter mitspielt, ist das, glaube ich, eine hammertolle Location einfach und einfach schön für zum Whisky trinken. Musik, die man vielleicht so ein bisschen ganz leise gerade hört im Hintergrund. Also ist einfach eine schöne Whisky-Outdoor-Veranstaltung. Da gibt es ja jetzt nicht so viele von tatsächlich. Das stimmt. Und mit Live-Musik und so weiter hier draußen, das ist sehr, sehr, sehr schön. Nun, der Weg zum Whisky-Experte ist lang, aber schön. Welche Tipps hättest du für Anfänger oder auch für Fortgeschrittene? Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, und damit tue ich jetzt Leuten wie dir oder auch wie uns mit Whisky und Vinyl vielleicht nicht den größten Gefallen, wenn ich das sage, aber gar nicht so viel auf andere Leute hören. Also gar nicht so, also es ist immer schön, wenn irgendein Whisky-Papst eine Whisky-Bibel rausbringt und sagt, das ist der beste Whisky der Welt in diesem Jahr. Das ist auch immer noch eine Geschmacksfrage, auch bei dieser Person, und auch die hat einen eigenen Geschmack, und da ist eigentlich immer, ja, Whisky möglichst viel selber probieren und ich sag mal, Meinungen von dir, von mir, von anderen Bloggern, Influencern, was auch immer, können eine Richtung geben und können mir einen Indiz geben. Und ich glaube, ich muss mir dann, wenn ich auf solche Leute höre, was sinnvoll ist, einfach irgendwann raussuchen oder rausfinden, wer hat einen ähnlichen Geschmack wie ich. Und das ist dann die Person, auf die kann ich letztendlich hören. Wenn ich einen Whisky haben will, der intensiv nach Sherryfass schmeckt, dann brauche ich nicht auf Whisky-Fan gehen und brauche Serges Meinung nicht, weil ich weiß, der mag Sherryfässer nicht so sehr, die kommen immer schlecht dabei weg. Deswegen, da muss man genau gucken, auf wen man hört, und das Beste immer auf Messen wie diese gehen und probieren. Probieren, ja. Probieren. Genau, Whisky-Messen sind total gut dafür, und wenn man keine Whisky-Messen in der Nähe hat, Samples und so weiter, ist ganz wichtig. Ja, Flaschenteilungen auf Facebook und so weiter, super. Nun, No-Age-Statement, ist das für uns in Deutschland so ein Fluch oder Segen oder vielleicht beides? Beides. Also relativ sicher, glaube ich, beides. Du hast halt die Motivation, kein Alter draufzuschreiben. Ja, die einen sagen dir halt, also ich meine, die Industrie sagt dir natürlich, ja, da muss kein Alter draufstehen, das ist nicht relevant. Und was ja tatsächlich auch irgendwo jetzt nicht falsch ist, also ich meine, ich habe auch 5-jährige Whiskys getrunken, die knallermäßig fertig gewirkt haben und einfach super sind. Deswegen, genauso wenig wie ein Alter ein Indiz für einen guten Whisky ist, ist am Ende ein schöner fancy Marketingname ein Indiz für einen guten Whisky. Also letztendlich, auch da geht es wieder probieren am Ende, um zu wissen, ob es mir schmeckt. Ich finde es schön, wenn Alter draufsteht, und ich finde es auch schön, wenn ein Whisky, was ja irgendwie die gleiche Kerbe schlägt, nicht gefärbt ist, wenn er nicht kühl gefiltert ist. Finde ich schön, ist ehrlich, ist transparent, ist super. Aber wenn ein Whisky, der das alles hat, mir trotzdem lecker schmeckt, dann ist es halt immer noch ein leckerer Whisky, der halt geil ist letztendlich. Und ich glaube, dass diese No-Age-Statement-Sache, die gibt der Industrie halt zum einen natürlich die Möglichkeit zu verschleiern, also einfach schlechte Fässer zu verstecken. So, weil man einfach sagt, ich habe hier einen Whisky, der wird mir nichts mehr, und den verschleiere ich halt einfach unter sowas und brauche halt kein Alter draufschreiben. Aber bietet natürlich auch einem Masterblender die Möglichkeit, alle Fässer, die im Warehouse sind, zu verwenden, um ein gutes Endprodukt zu erzielen. Also das ist, ja, Fluch und Segen. Ich glaube, es ist beides. Nun, du hast auch die Whisky-Szene hier in Deutschland ein paar Jahre auch beobachten können. Welche Entwicklung hast du besonders im letzten Jahr so mitbekommen? Boah. Gute Frage. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Super schwer zu sagen. Ich überlege jetzt gerade, aus welcher Sicht ich rangehe, ob als jemand, der irgendwie in einem Whisky-Laden hat mitarbeitet, oder als jemand, der irgendwie als Blogger an die ganze Geschichte... Whisky-Laden-Mensch. Wir sind auf einer Whisky-Messe. Bitte? Ja, stimmt. Ja. Na, aus der Sicht würde ich einfach, also für den deutschen Markt schon sagen, dass die gerade diese No-Age-Statement-Geschichte, die wird halt mehr. Aber sie lässt auch gerade wieder, finde ich, ein bisschen nach. Also gerade Brennereien wie Macallan fangen halt jetzt wieder an, ihre ganzen Altersangaben-Whiskys nach Europa zu bringen, weil sie scheinbar wieder genug Whisky in der Richtung haben. Der muss nicht mehr nach Asien. Nicht mehr nur nach Asien. Nur nach Asien, genau. Und ich habe den Eindruck, dass in letzter Zeit auch die Industrie merkt, dass der Kunde die Transparenz schätzt. Mhm.
Also den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Und dass auch der Kunde schätzt, wenn nicht alles gefärbt ist, wenn nicht alles kühlgefiltert ist. Ich habe schon den Eindruck, dass man mehr in dieser Richtung tatsächlich auch von der Industrie bekommt mittlerweile. Und was wäre anders an deiner Antwort als Blogger? Ich glaube, du kriegst einfach... Du gehst ein bisschen anders ran, du hast mit anderen Leuten dann halt einfach zu tun. Du hast halt, also ich glaube, als Blogger habe ich tatsächlich, wenn ich persönlich mit Leuten rede, wirklich mit Leuten zu tun, die explizit im Thema drinne sind. Nerds! Genau, wie ich auch einer bin, wie du auch einer bist. Genau. Und als jemand, der irgendwie Whisky auch verkauft in einem Laden oder so, da hast du halt auch einfach wirklich Leute, die komplett neu ans Thema halt rankommen. Und das ist dann halt schon eine ganz andere Herangehensweise letztendlich. Du merkst halt, die sind halt dann schon wieder sehr von Medien beeinflusst, von Filmen etc. Und das hat der Nerd nicht unbedingt. Ja, der kann das teilweise ausblenden. Der weiß, ich brauche keinen Tumbler, um Whisky zu trinken. So. Ja, ich brauche keinen Tumbler. Ich sollte keinen Tumbler haben. Um auch ich brauche kein Eis, wirklich? Meinst du das ernst? Auch sogar bei Tennessee Whisky kein Eis? Du, am Ende, jeder soll den Whisky so trinken, wie er ihm schmeckt. Ne? Also das meine ich tatsächlich so ernst. Für mich wäre es halt aber nichts, ne? Also logischerweise. Ja. Super. Nun, du hast ein paar YouTuber schon online gesehen. Du hast selbst einige Videos auch gedreht. Welche Tipps hättest du für mich oder für andere Whisky-Tuber da draußen in dieser Welt? Was fehlt, was machen wir gut und so weiter? Ich glaube, ich sag mal so, im Vergleich zu Foodblogs etc. ist das natürlich eh relativ klein, aber für so einen Nischenmarkt wie Whisky haben wir, glaube ich, in Deutschland auch mittlerweile ganz schön viel. Also so, und Österreich mittlerweile auch, habe ich mittlerweile zugetragen. Also was so Blogs, was YouTube etc. angeht, haben wir schon ganz schön viel Auswahl. Und ich finde es eigentlich schön, weil ich finde... Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich jetzt jeden permanent verfolge, aber es ist halt, wir haben eine geile Vielfalt irgendwie. Also ich glaube, für jeder kann sich da irgendwie so seine 2, 3 raussuchen, wo er, was ich eingangs auch schon meinte, wo er einfach sagen kann, auf die höre ich, auf die habe ich Bock, ich mag den Stil und das gebe ich mir. Und ich finde, da sind wir gerade bei uns, ist das halt super schön vielfältig, mag ich sehr, sehr gerne. Wenn du sagst Tipps, ich sehe mich nicht in der Position, jemandem Tipps zu geben, weil das Relevante dabei ist, und vielleicht ist das der Tipp, Authentizität. Und die kann ich niemandem, da kann ich niemandem sagen, du bist jetzt gerade nicht authentisch, das muss jeder selber wissen. Und ich glaube, das ist das Wichtige und das merken die Leute letztendlich auch. Lobe ich jetzt etwas, weil es wirklich meine Meinung ist, oder lobe ich etwas, weil ich halt das Sample irgendwie geschickt bekommen habe letztendlich. Und möchte weitere Samples haben, ja? Genau, also da muss man, glaube ich, gucken, was ich mir ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, oder wir auch, also David, mein Blog-Kollege, dass wir uns gesagt haben, wenn wir wirklich ein Sample bekommen, und wir probieren diesen Whisky und er schmeckt uns wirklich absolut gar nicht. Der würde einfach nicht gut wegkommen in der Review, dann kriegt er einfach keine Review. Das ist so ein persönliches Ding, so ein Respekt vor einem Produkt, weil auch da hat jemand vielleicht sowas wie Herzblut reingesteckt. Und das will ich dem mit meiner Einzelmeinung nicht kaputt machen, die vielleicht irgendjemand für komplett bare Münze nimmt. Und da finde ich, das wäre so unsere Herangehensweise. Wenn ich was wirklich so schlecht finde, dass es einfach nicht gut bei wegkommt, dann drehe ich dazu nichts. Dann sage ich das demjenigen auch, der uns das Sample geschickt hat, pass auf, es ist überhaupt nicht mein Ding und es ist für uns beide besser, wenn wir dazu nichts sagen. So, und deswegen, so ein bisschen Kritik, finde ich, ist immer angebracht und so kleine Fehler aufzeigen ist völlig okay, aber etwas komplett niederzumachen, finde ich nicht fair einfach. So. Nun, meine letzte Frage geht jetzt in diese Richtung hier von Brexit. Welche Auswirkungen haben wir jetzt hier in Deutschland von Brexit zu spüren, zu erwarten? Muss ich gestehen, das ist für mich ein Thema, obwohl ich ja irgendwie auch in der Branche arbeite, wo ich mich nicht so super viel mit befasst habe. Aktuell kriegst du es nicht mit. Wenn ich mit anderen Leuten drüber rede, die vielleicht noch ein bisschen dichter dran sind, weil sie halt importieren und so weiter und so fort. Angst haben alle so ein bisschen, aber man kann es halt einfach noch nicht abschätzen. Das ist halt so der Punkt. Wann kommt der jetzt wirklich und wann und kommt der dann doch überhaupt? Und man weiß es halt einfach nicht. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, da ist das mit der Zollgeschichte aus Amerika gerade vielleicht sogar eine fast akutere Geschichte momentan. Aber ich hätte auch wegen Bourbons fragen können, aber ich dachte, lass das. Ja. Sehr, sehr gut. Wo kann man dich finden oder wo kann man dich und Andy finden? Genau, also ich bin ja Andy und du meinst... David. Genau. Mich, David und Petey, den Pinguin, findet ihr auf unserem Blog www.whiskyundvinyl.de oder dann halt auf den entsprechenden, auf unserem Facebook-Kanal, auf unserem YouTube-Kanal, dann halt die Videos dazu. Instagram sind wir relativ aktiv. Ja, wir freuen uns, schaut vorbei und ja. Und in welchem Laden könnte man dich finden, wenn man gute persönliche Beratung haben möchte? Also wenn ihr mal in Berlin seid, dann mache ich die Niederlassungsleitung für den Pinkernels Whisky Market. Ich glaube, mit meinem Chef Klaus hast du vorhin sowieso schon gesprochen und freue mich auch da natürlich über Besuch und über ein kleines Schwätzchen. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners zusammen mit Andy von Whisky und Vinyl. Ciao. Ciao.